Zypern bietet traumhaftes Wetter und Urlaubsfeeling satt. Doch statt Tavernen gibt's hier russische Pubs. Statt griechischem Alphabet kyrillische Schilder. Nicht umsonst gilt die Insel als Klein-Moskau am Mittelmeer. Ich weiß zwar, dass es hier viele Russen gibt, aber wenn man sich erstmal hier befindet, kommt es einem wirklich so vor, als gäbe es hier echt kaum was anderes. Aber warum ist Zypern bei den Russen eigentlich so beliebt? Und was sagen die Locals dazu? Unser Reporter schaut sich um in Limassol, dem exklusivsten Ort des Landes im griechischen Teil der Insel. Am Yachthafen ist unser Reporter verabredet mit Statis Nikodemou, dem Operations Manager des Yachthafens. Der Yachthafen ist zu klein. Wir haben nur 235 Anlegeplätze. Und jetzt ist alles voll. Zu 100%. Der Hafen liegt vor den Toren von Limassol, der zweitgrößten Stadt des Landes, die viele nur noch Limassol-Grad nennen, wegen der vielen Russen hier. Davon kann auch Statis ein Liedchen singen. Hier liegen Boote, die mindestens 17 Meter lang sind. Die meisten davon gehören Russen. Die großen Boote gehören Russen. Rund 40.000 Russen lebten vor dem Krieg in der Ukraine auf Zypern. Das Land bietet ihnen Sonne, Meer und den Zugang zum europäischen Markt. Doch wegen des Kriegs gibt es jetzt keine Direktflüge aus Russland mehr. Glauben Sie, dass es nicht nur für euch hier im Yachthafen, sondern für den Tourismussektor auf Zypern schwierig wird, weil keine russischen Touristen mehr kommen? Ja, wir haben in Zypern jedes Jahr rund 1 Million Touristen aus Russland und der Ukraine. Das ist natürlich viel Geld, dass die Tourismusindustrie jetzt verliert. Bislang wurden laut Statis noch keine Yachten konfisziert. Denn solche Prozesse dauern. Außerdem tun sich viele Zyprer schwer mit der Aussicht, das viele Geld der russischen Oligarchen zu verlieren. Doch der Geldfluss stockt schon jetzt. Wir sind im Kontakt mit unseren Kunden aus Russland und der Ukraine. Sie wollen weder Zypern noch unseren Hafen verlassen. Aber sie können schon jetzt die Miete nicht mehr überweisen. Das ist ein großes Problem. Also habt ihr Angst vor Entscheidungen der Europäischen Union, die das weiter einschränken? Ja. Das ist die ganze Zeit in unserem Kopf. Und wir hoffen, dass es nicht so kommt. Über die Hälfte der Boote gehören Russen. Wenn diese nicht mehr kommen dürfen, steht Statis mit seiner Crew und seinem Yachthafen vor ernsthaften Problemen. Und nicht nur der Hafen ist von den vielen Russen geprägt. Auch der Immobilienmarkt ist hier fest in russischer Hand. Niko ist verabredet mit der russischstämmigen Immobilienmaklerin Anfisa Chornaya. Hallo, freut mich. Ich bin Niko. Freut mich, dich zu treffen. Ist das hier der Wohnkomplex, den Sie mir zeigen wollen? Genau, das ist weder die Titanic noch Atlantis oder ein Schiff, sondern ein neuer Wohnkomplex, auf den wir hier auf unserer Insel stolz sind. Er heißt Eden Rock. Sie sagen, unsere Insel, ist das Ihre Heimat? Ja, ich lebe hier seit 11 Jahren. Das ist meine Heimat. Anfisa stammt ursprünglich aus Moskau. Wie viele der führenden Makler auf dem Immobilienmarkt hier. Haben Sie viele russische Kunden? Die Mehrheit. Wobei, ich müsste sagen, russischsprachige. Woher denn? Kann es sein, dass ein Ukrainer hier neben einem Russen wohnt? Na klar, das hier ist die Insel der Freundschaft. Die Weltpolitik bleibt hier draußen. Mindestens 650.000 Euro kostet ein Apartment hier. Dafür gibt's neben dem Pool auch ein ganz besonderes Extra. Es gab ja diese goldenen Pässe. Wenn du also eine bestimmte Summe investierst, also 1 Million Euro,
2 Millionen mindestens. 2 Millionen Euro. Und dann gibt es den europäischen Reisepass? Das war mal so. Und viele Russen haben davon Gebrauch gemacht. Aber jetzt gibt es das nicht mehr. Stattdessen gibt es die Möglichkeit einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung. Und die Summe dafür ist deutlich geringer, 300.000 Euro. Das Bleiberecht auf Zypern mit einer schicken Wohnung erkaufen, eine sehr gefragte Option. Laut Anfissa wurden fast alle Neubauten der Stadt von Russen finanziert. Viele von ihnen haben laut der Maklerin direkte Verbindungen zum Kreml und leben bald Tür an Tür mit Regimegegnern. Die letzten Zahlen zeigen, dass in den vergangenen Wochen 6.000 Ukrainer und 4.000 Russen zu uns gekommen sind. Und sie alle brauchen eine Wohnung. Das heißt für mich noch mehr Arbeit. Und wie reagieren die Einheimischen darauf? Denn die Preise steigen ja vermutlich. Ja, die Immobilienpreise sind bereits um 30% gestiegen. Und auch die hässlichsten Wohnungen, die ein halbes Jahr leer standen, gehen weg wie warme Semmeln. Zurück auf Zypern. Seit Jahren haben sich hier Russlands Superreiche eingekauft. Yachten, Apartments, ganze Straßenzüge sind russisch. Doch seit dem Krieg in der Ukraine suchen hier auch viele junge Russen nach Wohnungen. Früher kamen vor allem reiche Geschäftsleute her, die bereits reich waren. Jetzt kommen eher junge Leute. 80 oder 90% davon kommen aus dem IT-Sektor. Das sind Programmierer, die teilweise erst 18 Jahre alt sind. Sie mieten Wohnungen ab 900 Euro. Nach oben hin ist das offen. Das hängt davon ab, was ihre Firma ihnen zahlt. Viele russische Firmen gehen derzeit nach Zypern. Schon vor dem Krieg in der Ukraine war jeder fünfte Einwohner der Stadt Limassol im griechischen Teil der Insel russischsprachig. Inzwischen sind es fast 30%. Das prägt auch das Stadtbild. Also da ist ein russischer Frucht- und Obstladen. Da russische Lebensmittel. Russische Bücher und hier ein riesen russischer Markt. Ich weiß zwar, dass es hier viele Russen gibt, aber wenn man sich erstmal hier befindet, kommt es einem wirklich so vor, als gäbe es hier echt kaum was anderes. Zwei der neuen Zuwanderer sind die Programmierer Fjodor und Katja aus St. Petersburg. Seit 4 Wochen sind sie hier und zeigen unserem Reporter Nico gleich mal ihre neue Bleibe, inklusive Garten und Zitronenbaum. Warum ausgerechnet Zypern? Meine Firma ist hergezogen. Es gab da keine Wahl. Die Firma hat nur angeboten, hierher zu ziehen. Für uns ist das keine schlechte Wahl. Denn wir leben jetzt in der EU und sind Teil der westlichen Welt. Die Preise sind happig. 1.500 Euro kostet diese Dreizimmerwohnung mit 80 Quadratmetern. 50% mehr als noch vor wenigen Wochen. Gibt es hier Russophobie? Hat euch schon jemand gesagt, geht zurück nach Russland oder so etwas? Nein, ehrlich nicht. Ich habe auch viele Freunde, die in die unterschiedlichsten Länder gegangen sind. Und keiner von ihnen hat irgendwas in diese Richtung erfahren. Katja und Fjodor wohnen hier nicht nur. Die beiden IT-Spezialisten arbeiten auch von zu Hause aus. Allein Fjodors Firma hat 100 Mitarbeiter nach Limassol verfrachtet. Ein Büro konnte so schnell noch nicht angemietet werden. Wir verstehen, dass westliche Firmen sich niemals mit dem anfreunden können, was da gerade in Russland passiert. Die Verwaltung der Firma kann also nicht in Russland sitzen, denn dann müssten wir dort auch Steuern zahlen. Und das ist weder für die Investoren noch für die Nutzer tragbar. Darum versuchen viele Firmen, sämtliche Verbindungen nach Russland zu kappen.
Doch nicht nur beruflich sieht der IT-Spezialist aus Russland Vorteile in Zypern, sondern auch privat. In Russland darfst du deine Meinung nicht mehr aussprechen. Ich bin früher oft auf Demos gegangen, aber das Risiko ist mittlerweile einfach zu hoch. Und du bist 29, oder? Das heißt, wenn die Armee Nachschub an jungen Männern braucht? Theoretisch ja. Der Job auf Zypern befreit ihn auch vor einem möglichen Einzug in den Krieg. In ihrem Viertel kennen sich die beiden noch nicht wirklich aus. Doch Sorge, hier Anschluss zu finden, haben sie keine. Ich bin zusammen mit drei meiner ehemaligen Klassenkameraden hierher gegangen. Ein Kommilitone von mir arbeitet bereits hier und hat auch andere Kollegen aus Russland. Mein soziales Leben leidet also nicht wirklich unter dem Umzug. Im Gegenteil, alle treffen sich jetzt hier. Ja, es sind wirklich unglaublich viele hier. Beide haben ein einjähriges Arbeitsvisum mit der Option auf Verlängerung. Doch wie kommen sie eigentlich an Geld? Russische Kreditkarten sind in der EU doch mittlerweile gesperrt. Mit dem Geld war das so. Als die Karten noch funktionierten, haben wir einfach Bargeld abgehoben und das umgetauscht. Wir haben dann jeden Tag weiter abgehoben, sodass wir jetzt erstmal einige Monate so über die Runden kommen. Sobald sie alle notwendigen Papiere haben, dürfen sie hier auch ein Konto eröffnen. Eine Rückkehr in das Russland Wladimir Putins ist für sie keine Option. Aber wie steht die lokale Bevölkerung eigentlich zu den vielen Russen vor Ort? Als griechische Zyprer und als Menschen nehmen wir gerne alle anderen Menschen aus der ganzen Welt hier auf. Wir haben mit niemandem ein Problem. Limassol ist eine multikulturelle Stadt. Wir akzeptieren alle Kulturen und es ist immer interessanter mit anderen Kulturen. Wir heißen sie gerne willkommen. Es gibt überall gute und schlechte Menschen. Das ist individuell. Man kann nicht eine ganze Nation in einen Topf stecken. In den vergangenen Wochen sind auch 6000 Ukrainer auf die Insel gekommen. Nicht alle sind davon begeistert, Tür an Tür mit Russen zu leben. Ich bin gerade aus Kiew hier angekommen und bin wie jeder Ukrainer jetzt vom Krieg weggerannt. Und warum ausgerechnet Zypern? Das war eher zufällig. Aber für meinen Sohn musste ich weggehen, damit er die Explosionen und Sirenen nicht immer hören muss. Damit er das nicht miterleben muss. Vor einer Woche ist Jewgeni zusammen mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn aus Kiew angekommen. Dass er jetzt in Klein-Moskau gelandet ist, findet er durchaus problematisch. Es ist nicht wirklich angenehm. Es gibt vermutlich viele normale Menschen unter ihnen, die nicht mit ihren Plakaten rausgehen und allen erzählen, wie toll Russland ist. Und die nicht für diesen Krieg sind. Aber natürlich gibt es auch viele Russen, die den Krieg unterstützen und den Tod vieler Menschen hinnehmen. Jewgeni ist schwer mitgenommen. Lange hier bleiben will er nicht. Ich würde gerne in wenigen Wochen oder Monaten zurückkehren. Aber wir werden immer noch bombardiert. In Kiew ist es zwar schon etwas ruhiger, aber ich habe einen kleinen Sohn. Alleine würde ich zurückkehren, aber das ist kein Ort für ein Kind. Zypern sieht er für sich und seine Familie nicht als neue Heimat. Viele Russen dagegen schon. Und damit scheinen sich die Zyprer auch anzufreunden. Also Limassol fühlt sich wirklich an wie Klein-Moskau. Das spürt man hier an jeder Ecke. Aber da die lokale Bevölkerung hier sehr gut von und mit den Russen lebt, hört man hier bisher kein böses Wort gegenüber Russland. Und so wird Zypern weiterhin versuchen, eine Brücke zwischen Ost und West zu sein.